So, dann herzlich willkommen zum Live-Training TV von JFD Brokers bzw. Analyse TV. Ich habe mir jetzt die US-Indizes mal angeschaut und da hat ja heute der Dow Jones den Vogel abgeschossen. Aber schauen wir uns zunächst gestern nochmal den Nasdaq an. Der hat gestern deutlich besser performt als der S&P und eben der Dow Jones Index und auch der DAX. Der konnte gestern sogar im Plus schließen. Und wenn man es jetzt heute ansieht, hat er jeweils die beiden Unterstützungen durchbrochen, dreht er aber noch vor dem letzten Verlaufstief. Und war eben heute der Tagesverlierer. Schauen wir kurz den Dow Jones an. Hier habe ich hier den 15 Minuten Chart mitgebracht und eben die Future nahen Kurse, deswegen die Indikation auf JFD Brokers. Hier war die Börseneröffnung. Der Dow konnte von 17.500 Punkten rund 250 Punkte zulegen, um dann im Anschluss ja, 350 Punkte zu fallen. Eine Wahnsinnsvolatilität und im Endeffekt schloss er eben unter den letzten beiden Tiefs. Also hier muss man jetzt eben auch abwarten. Sollte eben der Index kein neues Tief hier machen. Aber das sieht jetzt hier eher korrektiv aus. Dann könnte es hier eben vorbei sein. Denn im Tageschart konnte der Index genau die 200-Tage-Linie erreichen und dort drehen. Beim Wochenchart im S&P 500 Index konnten die Marktteilnehmer den EMA 38 wieder zurückerobern, nachdem er Intraday ein tieferes Tief erreicht hat von der Vorwoche. Also auch hier könnte das ein Zeichen sein, dass der Verkaufsdruck zu Ende geht. Kommen wir noch kurz zu den Setups. Ich habe mich ja von den Indizes relativ rausgehalten. Ich habe hier einmal Brent mitgebracht heute. Zunächst das Setup habe ich um 11 Uhr veröffentlicht. Ging es erst runter, der Ausbruch fand nicht statt. Hier fand dann direkt der Ausbruch statt. Hab dann kurz, als es hier oben bei 41,50 stand, geschrieben, dass die Hälfte der Strecke schon abgearbeitet würde. Aber daraufhin flog der Kurs wieder nach unten und hat sozusagen den Stoppkurs erreicht. Also dieses Setup ging definitiv nicht auf, leider. Wer hier eben kurzfristig Teilgewinne mitgenommen hat oder mitnehmen konnte und den Stopp theoretisch auf Einstand oder auch dort gelassen hat, war das ein Nullsummenspiel bzw. leicht negativ. Dann hatte ich noch Gold mitgebracht, was aktuell ein Intraday-Setup darstellte. Das war etwas komplizierter. Der Text hieß auch, dass hier möglicherweise ein Fehlsignal stattfinden könnte. Das kam eben auch dann. Fiel hier runter, stieg dann wieder hier an, drehte hier und steht aktuell auf der 200-Tage-Linie im Stundenchart.
Also was hier eben jetzt möglich wäre, dass es hier noch leicht ein neues Tief folgt, aber dann sollte es nach oben durchstarten. Deswegen theoretisch könnte es jetzt hier leicht wieder zu einem Verkauf kommen. Hier kann man eben nur hoffen, dass der Index darüber bleibt. Also der Goldpreis. Also nach unten will ich jetzt eigentlich den Stopp nicht legen. Wie gesagt, hier muss man jetzt hoffen, dass die Marke nur kurz angeditscht wird und dann eben nach oben durchstartet. Sonst wird hier auch ein nicht erfolgreiches Setup dargestellt. Nicht ein erfolgreiches Setup vollendet. Danke fürs Zuhören. Ich melde mich morgen früh mit dem DAX wieder.